Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier sind die Papageien von einem sehr guten Freund. Und die heißen Merlin und Mipa. Das hier ist Merlin, das hier ist Mipa. Das sind Blaustirn-Amazone-Papageien. Und Papageien brauchen eine Temperatur von 20 bis 25 Grad. Das haben die auch. Die sind hier gerade in einem kleineren Gehege, weil es in dem anderen zu kalt wird. Und deswegen ist das hier auch ein bisschen klein. Genau. Die brauchen auch Platz zum Fliegen eigentlich. Und man kann sie auch, wenn man sie zähmt, Und man kann ihnen auch Sprechen beibringen. Es sind sehr schlaue Tiere. Es gibt sogar einen Papagei, der kann richtige Sätze reden, wie ein Mensch. Und genau, man kann die auch in der Wohnung fliegen lassen. Wenn die gezähmt sind, dann geht das auch. Aber die hier sind halt nicht so zahm, dass sie frei rumfliegen können. Die fressen so Körner, Mais, Sonnenblumensamen und sowas. Und dann können wir die auch mal füttern. Füttern wir mal Merlin. Mipa ist immer so ein bisschen scheu. Dann sieht man ganz gut, die knacken das auf und dann holen die Nuss da raus und fressen die. Ja, Mipa guckt auch ganz neugierig. Und vielleicht will mein Freund auch noch dazu was sagen. Also, wie alt sind denn jetzt die Papageien? Also, die Papageien sind 8 Jahre alt. Okay. Mit wie vielen Jahren habt ihr die geholt? Wir haben die so mit 6 Monaten geholt. Und wie alt können Papageien werden? Papageien können sogar sehr alt werden, 35 Jahre alt. Also 35 Jahre alt. Also wir haben die noch ziemlich lange und das wünsche ich mir auch, dass die so alt werden. Willst du ihnen noch Sprechen beibringen irgendwie? Ich habe denen schon leicht Sprechen beigebracht, nur halt, die machen das nicht gerne, wenn andere Leute hier sind. Aber ich will denen auf jeden Fall noch mehr beibringen. Und sind die auch sehr neugierig, was hier passiert? Ich kann auch mal einen streicheln. Okay. Hier. Der ist so ganz toll, ne? Du hast mir erzählt, der kann auch manchmal so tanzen, sage ich mal. Ja, genau. Wenn man zum Beispiel irgendwie Musik anmacht oder so, und er jetzt gerade Lust hat, dann tanzt er. Wenn ich ihn zum Beispiel am Bauch kraule, ja, und ich das halt dann mache und ich dann aufhöre, dann tanzt er auch. Und das heißt dann irgendwie so, dass ich weitermachen soll oder so. Würde er dich jetzt beißen, wenn du deinen Finger einhältst? Ja, also beißen jetzt richtig nicht, aber halt so ein bisschen knabbern. Aber das tut halt schon weh, aber das wissen die halt nicht, dass es weh tut. Sind die hier denn zahm? Kann man die auch irgendwie auf die Hand nehmen oder noch nicht? Also den einen, den ich jetzt gerade gestreichelt habe, den könnte man schon auf die Hand nehmen. Er würde vielleicht wegfliegen, aber wir haben die von unten nach hier oben geholt und da sind die nicht weggeflogen. Der eine, da muss man ein Handtuch drüber machen, der ist halt nicht zahm und so. Okay. Dann, sind die jetzt schon ausgewachsen oder wachsen die noch? Also so wie, da tanzt du auch gerade. Und so wie ich sagen würde, sind die jetzt eigentlich schon ausgewachsen. Sie können jetzt in diesen paar Jahren noch 2 Zentimeter oder 3 Zentimeter wachsen. Aber ich glaube, ja, die sind jetzt gerade ausgewachsen. So. Okay. Wenn ihr so Videos mögt, wo ich wohin fahre und über andere Tiere was erzähle, von anderen, dann lasst gerne ein Abo da und schreibt mir erstmal in die Kommentare, wie ihr das findet. Dann mache ich noch mehr sowas. Und suche mal nach exotischen Tieren. Die sind ja schon relativ exotisch. Papageien findet man nicht überall. Und wir werden bestimmt hier auch noch mal hinkommen, denn er hat auch noch Schildkröten und mega süße Hunde. Deswegen, das hier wird nicht das letzte Video sein. Und dann lasst ein Like da und ein Abo. Und dann lasst auch ein Like für meinen Freund da. Und dann, ciao.